Wir sind mittlerweile schon im Oktober im Heimathafen und deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen jetzt mal in den Ort des Geschehens, der Loretta. Und genau, da sind jetzt zu Gast. Nation of Torrid. Torrid. Genau, stell dich doch mal vor. Das ist Lars. Ich bin Lars. Das ist Lupo. Und das ist Fili. Ich bin Fili. Hallo. Wir machen zu 80% instrumentale Rockmusik in einem Spannungsfeld zwischen Stoner, Post, Progressive, Jazz, Punk und Metal. Und Elektronik. Und Elektronik. Und Elektronik. Wir wollen gerne neue Bereiche erfassen. Also so ein bisschen kombinieren aus Rock und Elektronik und allen möglichen Genres. Bands, die jetzt Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang haben, das ist wärmst langweilig. Wir wollen gerne. Hatten wir auch schon alles. Hatten wir auch schon. Unsere Songs sind eher so zwischen 5 und 9 Minuten lang und haben sehr viele Teile. Also es ist jetzt nicht irgendwie Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, sondern er bricht auch mal aus diesen gewohnten Strukturen aus. Und das ist aber auch alles irgendwie jetzt nicht gejammt, sondern es ist alles geplant und halt also mit elektronischen Sachen, die aus dem Rechner kommen. Also das heißt, es muss auch alles sehr exakt sein. Genau, wir spielen auf Klick mit In-Ear und deswegen sind die Sachen eben auch durchkomponiert und das muss schon genau sein. Ja, das machst du nicht eben mal in einer Session. Ja. Der Herr hier programmiert da ganz viel und wir basteln rum mit Gitarre durch Filter ziehen und das ist jetzt der Reiz an den neuen Dingen oder an den Dingen, die noch keiner hatte. Langsam. Was heißt das? Dass wir immer ein bisschen Zeit brauchen. Also wir geben schon auch sehr viel Achtung in die Details irgendwie. Wir sind schon sehr, sehr detailverliebt irgendwie und machen jetzt keine 3 Minuten Punk-Songs, die man in einer halben Stunde schreibt, sondern es gibt auch immer schon irgendwie ein Konzept, was einer von uns von zu Hause mitbringt. Und die Songs entstehen so, dass halt also natürlich auch gejammt wird, wie bei vielen anderen Bands, aber dadurch, dass wir auch elektronische Elemente einbauen, muss man das Ding halt auch ein bisschen hin und her schieben zwischen Proberaum und Elektronikstudio, um das alles halt hinzukriegen. Fili und ich haben festgestellt, wir machen Musik seit 1992 zusammen. Da, Unterbrechung, aber da konnten wir gerade mal so die Gitarre festhalten und 3 Akkorde spielen und halt man entwickelt sich über die Jahre halt immer weiter und wir würden uns sonst ja langweilen. Ne? Also wir haben schon Punk zusammen gemacht, wir haben Metal zusammen gemacht, wir haben Industrial zusammen gemacht und sowas. Und dann spielst du da 3 Jahre und denkst dir so, jetzt ist aber auch mal was Neues passiert. Und dadurch, dass halt irgendwie dieser Rockband-Kontext in die Elektronik erweitert wird, stößt man so eine Tür auf, wo wir dann manchmal im Proberaum stehen und denken so,
boah, was ist denn das? Wie geil, Alter. Und jetzt hast du da so neue Möglichkeiten und so. Man entwickelt sich immer weiter. Ist mega geil. Auf dem Samstagabend in den Heimathafen zu gehen, ist die beste Entscheidung des Jahres. Genau. Und man hat auch keine Ausreden. Wir freuen uns, ich hoffe, ihr euch auch und ich hoffe, ihr euch auch. Mega.